Es gibt immer so Werkzeuge, da denkt man eigentlich, die braucht man überhaupt nicht. Und so ist es auch mit einem Akkugradschleifer. Wer braucht schon bitte einen Akkugradschleifer? Aber wenn man einen hat, das kann ich euch versprechen, dann will man den nie wieder hergeben. Reinigen, polieren, schleifen, fräsen, alles ist mit diesem Gerät möglich und vor allen Dingen mit einem Akku ultimativ flexibel. Bei diesem Parkside Akkugradschleifer, den wir heute zusammen ausprobieren wollen, kommt noch erschwerend dazu, der ist natürlich auch sehr, sehr bezahlbar. Der kostet knapp über 40 Euro zum Zeitpunkt dieses Videos und liegt erstmal wirklich super in der Hand. 1200 Gramm ohne Akku, mit Akku sind es ungefähr 2 Kilo, also ist wirklich sehr leicht und handlich. Und ich sage immer, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck ist bei mir von dem Gerät zumindest wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich das Gerät in der Hand habe, dann fühlt sich das in meinem Empfinden alles andere als günstig an. Also fühlt sich wirklich, dass man da ein schönes Werkzeug in der Hand hat. Ich habe hier den Ein- und Ausschalter, der ist selbstverständlich gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert. Auch wenn ich das Gerät einschalte und dann den Akku erst einstecke, dann hat das Gerät auch eine Sicherheitsfunktion, dass das Gerät nicht anläuft. Ich habe hier eine Spindelarretierung, das heißt, ich kann die Spindel damit arretieren und dann habe ich oben die Verschraubung, die ich lösen kann und darunter befindet sich die Spannzange. Die Spannzange kann man austauschen. Es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten. Die gängigsten Spannzangen sind eigentlich 3 mm und 6 mm. Eine 6 mm Spannzange ist hier vormontiert und eine 3 mm Spannzange ist auch im Lieferumfang. Ob und wo man die als Ersatzteile bekommt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Es gibt aber viele Spannzangen, die sehen rein optisch sehr, sehr identisch aus. Eins der wichtigsten Merkmale für so einen Gradschleifer ist natürlich die regulierbare Drehzahl. Das heißt, ich arbeite hier mit den verschiedensten Werkzeugen. Die verschiedensten Werkzeuge brauchen unterschiedliche Drehzahlen. Ich kann das hier in 6 Stufen einstellen. Und ich habe von 4000 bis 22.000 Umdrehungen. Das ist wirklich schon, dass man da auch vernünftig mit Fräsern arbeiten kann. Wir werden uns das natürlich gleich nochmal im Detail angucken. Ich sage so, wie gesagt, erster Eindruck ist wirklich gut, aber der Teufel steckt natürlich immer im Detail, beziehungsweise wenn man da mal mit richtig kräftig schleift. Man sieht das hier, 4500 bis 22.000 Umdrehungen. Ich habe hier maximal ein Werkzeug mit 40 mm Durchmesser. Wir wollen das Gerät natürlich an die Grenzen bringen, darum werden wir da auch ein bisschen größeres Werkzeug einbauen. Das Ganze ist TÜV und GS geprüft, hat eine CE-Zertifizierung und wer sich immer fragt, wer stellt das für Parkside her, da steht der Hersteller, das ist die Firma Grizzly Tools. Jetzt wird sicherlich der ein oder andere sagen, ich habe meinen Dremel, ich brauche sowas überhaupt nicht oder ich habe meinen kleinen Minischleifer. Dazu muss man natürlich sagen, ein Minischleifer, so ein Dremel ist toll, ich nutze sowas auch für kleine filigrane Arbeiten, aber wenn es so ein bisschen größer wird und größere Sachen nachschleifen, entgraten, polieren, Flächenschleifen, wir werden uns da gleich die verschiedensten Beispiele angucken, dann braucht man ein richtiges Männerwerkzeug und das ist natürlich so ein Gradschleifer. Also ist eine ganz andere Liga. Jedes Werkzeug hat so seine Besonderheiten, jedes Werkzeug hat so sein Einsatzgebiet und so ist es auch bei diesen Gradschleifern. Genauso kommt oft natürlich das Argument, dafür kann ich auch mal schnell meinen Akkubohrer nutzen. Das hinkt natürlich auch der Vergleich, das heißt, ich habe hier ganz andere Drehzahlen. Bei so einem Akkubohrer habe ich um die 2000, ich habe da einen Fräser eingespannt. Der Fräser braucht 20.000 Umdrehungen, also da fehlt natürlich gewaltig was. Und wenn man das dann mal ausprobiert, ist es nicht so, dass es einfach nur ein bisschen funktioniert. Es funktioniert in der Form überhaupt nicht. Ich zeige euch das hier einfach mal an diesem Beispiel. Das ist ein altes Rohr mit ein paar Bohrungen. Da werden wir heute die verschiedensten Versuche machen. Man sieht, es funktioniert überhaupt nicht. Es fehlt gewaltig an Drehzahl. Nächster Punkt ist natürlich die Form der Belastung. Dafür ist der Akkubohrer nicht ausgelegt. Selbst wenn es in irgendeiner Form mit anderen Schleifmitteln, mit anderen Werkzeugen funktioniert, die Belastung ist ganz anders. Man ruiniert sich mit so einer Arbeit wirklich relativ schnell seinen Akkubohrer. Ich habe teilweise auch mal, dass ich kurz da eine Drahtbürste einspanne, irgendwas mal überbürste. Für kleinere Arbeiten geht das sicherlich mal. Mehr Arbeiten sollte man mit einem Akkubohrer aber dafür nicht ausführen oder mit anderen Geräten, bohrmaschinenartigen Geräten, die sind von der Belastung und von der Drehzahl dafür einfach nicht ausgelegt.
Also das macht dann meistens wirklich gar keinen Spaß, so zu improvisieren. Nächster Punkt ist natürlich die Zugänglichkeit. Da ist der Gratschleifer natürlich auch ein tolles Werkzeug. Das kennen wir natürlich auch von unserem kleinen Dremel. Und hier können wir wirklich auch schön, auch ein bisschen zurückgesetzte Sachen, einfach hier mal simuliert an diesem Rohr mit den Bohrungen arbeiten. Das heißt, es gibt viele Positionen, da komme ich mit vielen anderen Werkzeugen schlecht hin, mit dem Winkelschleifer oder halt auch mit dem Akkuschrauber, und da komme ich mit dem Gratschleifer durch die Bauform bedingt problemlos hin. Ich habe aktuell 3 Gratschleifer im Einsatz und ich bin wirklich ein gebranntes Kind mit Gratschleifern. Das heißt, dieses Parkside-Gerät, um irgendwas innen zu entgraten, ist da vollkommen ausreichend. Aber ansonsten gibt es auch so viel Müll mit Gratschleifern auf dem Markt. Und gerade wenn man die Werkzeuge ein bisschen größer wählt, da wirklich ein bisschen Kraft rangeht oder so, dann fängt das ein oder andere, selbst teure Markengerät, sehr schnell an zu rauchen und zu stinken. Die anderen Gratschleifer will ich hier nicht besonders erklären, ist halt einfach günstige Gratschleifer, die ich immer verwende, sind für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Der hat zum Beispiel hier einen Aluminiumfräser gerüstet, ist auch sehr gut. Und es gibt dann die verschiedensten Werkzeuge. Ich habe einfach mal in meine Kiste gegriffen, so ein bisschen rausgeholt, was ich hier habe. So ein riesen Schleifmob ist natürlich eine sehr große Belastung. Das hier ist ein 40er Schleifmob, schleifen und polieren in einem. Und das ist eigentlich das Maximum, was das Gerät laut Hersteller nutzen sollte. Was mir gleich am Anfang negativ auffällt, ist dieser Schlüssel. Wenn ich diesen Schlüssel, den habe ich jetzt 5-mal genutzt, um zu Demo-Zwecken hier was festzuschrauben an dieser Überwurfmutter, an dieser Spannmutter, und dadurch hat er sich schon leicht geweitet. Das ist die beste Möglichkeit, um sich diese Überwurfmutter, die man wahrscheinlich schwierig als Ersatzteil kriegt, zu versauen. Das heißt, man versaut sich hier die Schlüsselflächen und im nächsten Punkt fängt man dann an, mit der Rohrzange zu arbeiten. Das heißt, den würde ich gleich wegschmeißen, würde gleich einen vernünftigen Schlüssel nehmen. Der weitet sich nicht auf und man hat eine viel größere, viel breitere Angriffsfläche. Also den Schlüssel kann ich wirklich nicht empfehlen. Da habe ich auch gleich in der Form entsorgt, hat sich hier gleich aufgeweitet, könnte man so ein bisschen nachmessen. Man merkt es aber schon beim Rüberziehen. Das heißt, der ist zu schwach ausgeführt. Das ist so ein Punkt, da relativiert sich natürlich immer der Preis. Da wird beim Zubehör ein bisschen gespart. Ist nur ärgerlich, wenn Leute sich dann diese Verschraubung gleich ruinieren. Riesenvorteil bei so einem Gratschleifer, und das ist natürlich auch mein erster Versuch, ist, dass man hier wirklich sehr punktuell die Kraft aufbringen kann. Das heißt, ich kann hier vorne an dem Griff anfassen, ich kann da richtig Druck arbeiten, ich fräse diese Bohrung jetzt einfach mal deutlich größer, fräse die Bohrung nach unten weg und versuche halt, ob ich das Gerät in der Form anhalten kann. Ich habe einen 4 Ampere-Stunden Akku, also die kleinere Version des Akkus. Damit ist das Gerät wirklich handlich. Ich habe teilweise auch mal den großen Akku ausprobiert, aber hier in der Form erstmal nur den kleinen und das reicht vollkommen aus. Also man merkt hier bei dem Gerät keinen Unterschied und man sieht, man kann hier wirklich mit diesem Fräser, das ist auch so ein 10-12 Euro Fräser, die kaufe ich immer auch bei Amazon, nichts Besonderes, kann man wirklich auch massiv so eine Bohrung innerhalb kürzester Zeit ausfräsen. Macht Spaß, man hat richtig Kraft, da hat man ja relativ häufig, dass man irgendwo eine Bohrung hat und die muss ein bisschen größer werden, das heißt, es passt nicht, es muss ein leichtes Langloch werden und dann kann man das hier innerhalb von Sekunden wirklich ausführen und mit richtig Kraft arbeiten. Ich schaffe es nicht in der Form, das Gerät irgendwie anzuhalten. Rotation ist natürlich auch immer eine Sache. Das heißt, das Gerät hat auch wirklich eine sehr gute Laufruhe. Da vibriert nichts. Vibration ist gerade bei solchen Geräten mit einer hohen Drehzahl. Ich mache das Ganze hier nochmal bei der zweiten Bohrung. Jetzt habe ich aber hier die Geschwindigkeit von dem Video erhöht. Das heißt, und nehme auch ein bisschen Öl zwischendurch, weil ich den Fräser sonst massiv schädige. Ich will hier keine Werkzeuge schrotten. Vibration ist bei sowas aber auch immer ein sehr interessanter Faktor. Das heißt, wenn ich Geräte habe mit einer hohen Rotation, mit einer hohen Drehzahl oder so, dann ist es natürlich auch schnell, dass ich da eine massive Vibration habe. Ich habe Geräte schon gehabt, die kann man nur mit Anti-Vibrationshandschuhen wirklich vernünftig benutzen. Das ist bei Winkelschleifern so und das ist bei Gratschleifern, speziell bei den hohen Drehzahlen, auch so. Sollte man immer darauf achten, das ist für mich auch so ein Indikator. Ich schaffe es nicht, das Gerät anzuhalten. Das Gerät ist trotz dieser beiden Bohrungen, die ich hier mal gefräst habe, nicht warm geworden und ich spüre keine Vibration bei dem Gerät. Also keine merkliche Vibration. Ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ist natürlich auch immer eine Aussage dafür, wie so ein Gerät gelagert ist.
Solche Akkugradschleifer werden sehr gerne bei Schlüsseldiensten und Leute, die das nur hobbymäßig machen, sage ich mal, eingesetzt. Von wegen, man nimmt dafür einfach einen speziellen Fräser und dann kann man ein Schloss auffräsen. Schlüsseldienste machen das oft sehr gerne. Da wird einfach schnell aufgefräst. Dann kann man natürlich gleich ein neues Schloss verkaufen und kann da wirklich gleich 400, 500 Euro nehmen am Wochenende. Ich weiß nicht, wie die Preise da sind. Und da werden solche Akkugeräte natürlich gerne eingesetzt. Braucht man keinen Strom, braucht man nichts. Also sowas könnte man auch problemlos mit dem Gerät machen. Ich habe erst überlegt, ob ich mir so einen Fräser besorge, das mache, aber das ist nicht mein Fachgebiet und es gibt da zahlreiche andere schöne Videos auf YouTube. Hier wirklich auch nochmal der Hinweis wieder auf die Drehzahl. Das heißt, wenn du so einen Fräser dir kaufst, das mit dem Akkubohrer machst, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe jetzt richtig mit Kraft mit diesem Gradschleifer gearbeitet und da ist das natürlich immer so eine Sache, da zieht sich so ein Fräser auch massiv fest oder so eine Verschraubung und darum gehe ich da lieber mit den Schlüsseln ran und nutze nicht die Spindelarretierung. Ich baue jetzt einfach mal hier diesen anderen Schleifstein ein. Das ist auch schön, dass es dann hier die Möglichkeit gibt, da wirklich auch mit zwei Schlüsseln das Ganze zu öffnen, zu lösen. Diese Spindelarretierung ist wirklich nur für die normalen Arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt wie mit diesem Stein hier einfach mal was in Grate. Das sind diese mitgelieferten Steine, sind glaube ich 5 Stück in dem Koffer in verschiedenen Formen. Die sind relativ hart, die halten relativ lange, aber sind wirklich auch nur für so Entgratarbeiten gedacht. Ich kann damit sonst nichts anfangen. Also mal eine Bohrung, ein bisschen nachschleifen und so geht alles, aber so richtig toll ist das halt nicht. Gute Schleifmittel sind wirklich auch sehr, sehr teuer, muss man immer dran denken. Man kann damit arbeiten, hier in der Form zeige ich das mal, aber es ist halt wirklich nichts richtig Tolles. Also da arbeite ich lieber mit einem Fräser bzw. mit einem Schleifmob oder einem sehr hochwertigen Schleifstein. Ich kann das hier mit schön entgraten. Was natürlich mit so einem Stein wieder schön ist von wegen, das heißt, der nutzt sich nicht ab. Der ist wirklich von der Konsistenz her sehr, sehr fest, sehr, sehr hart. Und da kann ich natürlich nochmal versuchen, das Gerät mit aller Kraft anzuhalten. Das heißt, jetzt habe ich den 8 Ampere-Stunden Akku gerüstet. Da hat man nochmal eine höhere Leistungsabgabe bei dem Akku. Die ist doppelt so hoch wie bei dem kleinen Akku. Das heißt, ich habe auch nochmal wieder deutlich mehr Leistung mit dem Gerät. Und jetzt versuche ich nochmal das Gerät hier in der Form anzuhalten. Und ich habe es wirklich in der Form nicht geschafft. Es ist natürlich so, wenn das Werkzeug von der Dimension her größer wird, dann schafft man das natürlich irgendwann schon durch ein größeres Werkzeug. Aber in der Form mit den normalen Werkzeugen, wofür das Gerät da ist, habe ich das in der Form nicht geschafft. Und ich bin eigentlich der Meinung, ich kann schon relativ fest und relativ kräftig drücken. So ein Gradschleifer kann jetzt natürlich viel mehr als nur schleifen und fräsen. Gerade mit einer Drahtbürste ist das wirklich perfekt, um Lacke, Beschichtungen zu entfernen und wie hier in dem Fall, um die Korrosion von dem Material zu entfernen. Und man kommt mit so einem Gradschleifer natürlich an die entlegensten Stellen ran. Das ist wirklich Wahnsinn. Es gibt da so viele Varianten von Drahtbürsten. Es gibt teilweise im Baumarkt immer diese Sets, die man da kaufen kann mit verschiedenen Varianten. Kann man wirklich immer nur empfehlen, habe ich für die verschiedensten Anwendungsfälle. Ich habe vorhin nachgezählt, ich habe 10 verschiedene Varianten. Ich zeige euch mal 2, 3, die ich wirklich ganz gerne benutze. Eben halt, wie gesagt, diesen Standard-Drahtigel, dann hier diese Topf-Variante, Topf-Drahtbürste heißt die, glaube ich, in der Form, kriegt man wirklich sehr schnell sehr gute Ergebnisse hin. Und das ist dann hier halt auch die Variante, da komme ich richtig schön in diese Kante rein, kann diese Kante innerhalb kürzester Zeit von Korrosion, von Dreck entfernen. Das ist eine spezielle Variante. Eine Pinselbürste mit einem langen Schaft ist wirklich auch super. Ist ein tolles Hilfsmittel, wenn man mal irgendwo tief rein muss, irgendwas nachbürsten muss, zum Beispiel, dass man da schweißen kann. Also da gibt es wirklich tolle Varianten und da macht so ein Gradschleifer wirklich vieles sehr, sehr einfach. Mit dem langen Hals bzw. der langen Spindel kann ich jetzt natürlich auch perfekt in Körpern arbeiten. Das heißt hier sauber bürsten oder mit einem Schleifmob das Ganze sauber schleifen von innen. Da hat man wirklich tolle Möglichkeiten, um auch wo reinzukommen mit dieser langen Spindel. Und das ist natürlich auch perfekt, um Rohre zum Beispiel von innen zu entgraten, richtig schön auszurunden. Ich habe hier einen ganz einfachen Schleifmob. Geht wirklich alles super. Natürlich mit so einem Akkugerät ist man da super flexibel. Man braucht sich nicht auf irgendein Kabel konzentrieren, dass man dann irgendwo nachziehen muss, das Gerät umstecken. Man nimmt das Gerät und kann dann einfach vernünftig damit arbeiten. Gerade beim Edelstahl bearbeiten ist so ein Gradschleifer natürlich auch ein ganz tolles Werkzeug. Das heißt,
habe ich einen normalen Winkelschleifer, dann habe ich immer diese kreisende Bewegung. Ich mache immer überall wieder Macken rein, mache diese Rotationsspuren rein. Das habe ich bei einem Gradschleifer nicht. Ich habe hier einen Schleifmob. Das ist eine Kombination aus Schleifvlies und Schleifpapier. Ist perfekt, um solche Flächen wie hier, die wirklich verschlissen sind, voll mit Macken sind, wieder aufzuarbeiten. Das heißt, ich habe so einen leichten Abtrag, gleichzeitig bürste ich die Fläche. Das ist übrigens jetzt ein Schleifmob mit einem Durchmesser 50. Und das ist eigentlich schon 10 mm größer, als das Gerät normal nutzen sollte. Schafft das Gerät trotzdem. Ich schaffe es mit sehr viel Druck, jetzt hier so ein bisschen die Drehzahl runter zu regulieren. Also der geht ein bisschen in die Knie, ist aber wirklich nicht massiv. Und mit einem normalen Arbeitsdruck kann ich hier wirklich sehr gut arbeiten. Das ist auch für mich so ein Anwendungsfall, wo ich sage, da ist so ein Gradschleifer perfekt. Wenn ich ein altes Edelstahlgeländer habe, wenn ich dann irgendwo ein Bauwerk aus Edelstahl habe, da irgendeine Fläche nachbürsten will, nacharbeiten will, ist es wirklich perfekt für die Baustelle. Wenn ich irgendwo hinfahre, da irgendwas anbastle, kann ich da wirklich alles vernünftig nachschleifen, nachpolieren. Zum Nachpolieren sind diese Mops mit Schleifvlies natürlich perfekt. Das ist jetzt schon 80er Durchmesser, ist also doppelt so groß, wie das Gerät normal nutzen sollte. Aber es geht auch mit dem noch. Ich habe jetzt gedacht, ich kann das Gerät damit in die Knie zwingen. Ich habe es geschafft, mit diesem Mob des Grauens, so nenne ich ihn immer, schon mehrere Geräte zu schrotten. Aber selbst das macht das Gerät wirklich vernünftig. Das heißt, ich bin hier nur noch auf Stufe 2 unterwegs, sollte man natürlich nicht zu schnell sein. Aber wie gesagt, es geht vernünftig und das ist für mich auch so eine Anwendung, wo so ein Gradschleifer natürlich wirklich perfekt ist. Akkugeräte bewähren sich natürlich immer, gerade wenn man draußen arbeitet, wenn man da nicht irgendwo die Möglichkeit hat oder nicht erst sich ein Kabel hinziehen will, dann kann man natürlich mit sowas sehr gut arbeiten. Ich habe hier noch so einen Stern, die habe ich neulich auch in einem Video geschweißt, die liegen noch in meiner Werkstatt. Ich habe einfach mal die Rückseite genommen und poliere die hier in Kurzform. Das Video wird hier in dreifacher Geschwindigkeit abgespielt. Das heißt, ich wollte einfach mal zeigen, wie man eine Fläche hiermit schleifen kann. Ist jetzt noch nicht perfekt geschliffen, da könnte man noch ein bisschen intensiver dran arbeiten. Man kann hier aber wirklich in kürzester Zeit eine ansprechende Edelstahlfläche zaubern. Das heißt, ich habe erst einen Schleifmob, bringe einen gewissen Schliff in ein Bauteil, das ist ein 180er. Dann habe ich Schleifmob, Schleifvlies als Kombination und zum Abschluss habe ich halt wieder meine große Bürste, meinen 80er Bürstenkopf und damit gehe ich da nochmal rüber und bringe die Fläche dann halt so ein bisschen auf eine gleichmäßige Struktur. Das ist so die ganz einfache Vorgehensweise und das funktioniert mit so einem Gradschleifer perfekt. Ich muss sagen, als mein kleines persönliches Fazit, es sind so zwei, drei Sachen an diesem Gradschleifer, wie der Schlüssel, wie die Steine, die dabei sind, die sind natürlich nicht sonderlich hochwertig. Ansonsten finde ich das Gerät wirklich sehr, sehr gelungen. Ich hatte schon viele Gradschleifer hier im Test. Ich habe jetzt wirklich nur meine günstigen Varianten noch im Einsatz. Das heißt, hier haben wir nochmal den Schleifstein und den Schlüssel, die sind sicherlich nicht so perfekt. Die könnte man sich aus meiner Sicht sparen in dem Gerät oder bei dem Gerät als Zubehör. Aber an sich kann man mit diesem Gerät wirklich toll arbeiten. Und wenn man sieht, das Gerät kostet etwas über 40 Euro, das nächst vergleichbare Gerät kostet mehr als das Doppelte. Gerade wenn man dieses Akkusystem schon im Einsatz hat, ist das wirklich eine tolle Ergänzung, um Edelstahl zu verarbeiten, schleifen, fräsen, mal ein Loch nachzuschleifen, nachzufräsen. Also da gibt es so unglaublich viele Arbeiten, um zu entrosten, auch am Kfz, wenn man da irgendwo hin muss mit so einer Pinselbürste. Also da gibt es wirklich viele tolle Möglichkeiten, was man mit so einem Gerät machen kann. Wer sich für das Gerät interessiert, ich verlinke das hier unter. Ansonsten freue ich mich immer tierisch über einen Daumen hoch und natürlich über einen netten Kommentar oder irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anmerkungen, was ich vielleicht in irgendeiner Form nicht gesagt habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schleifen, beim Bürsten und beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.